Soll ich mit jetzt hoch, weil ich diesen Amplifier haben. Den Amplifierer. Das wäre jetzt dann ganz praktisch, weil wir noch fliegen können. Oh, Jetpack, cool. Okay, ist nix. Ist nicht. Aber ich würde dich dann begrüßen, Daniel. Gut drüber geschossen. Ich meine, der bringt es wahrscheinlich eh nicht, der Amplifier, letztendlich, aber... Naja, du amplifierst ja eh kaum noch was. Ah! Arschvieh! Stock. Wow, wo kommt der her? Von unten? Sind ja sogar ein paar. Impressive. Ja, weiß geil! Oh, schau mal, Daniel, da hätte ich einen Flieger. Ich habe fast das Gefühl, die spawnen sich so viel ein bisschen schneller machen. Ja, aber sonst ist es eh bloß Munitionsverschwendung. Die spawnen definitiv. Vorsicht, ja? Ja. Soll ich mal speichern? Amplify. Und ein Buch scheinbar. Ja. Lass mich nicht mal langklopfen. Einfach weg. Irgendwo kommen jetzt gleich. Ach, was soll's? Hä? Naja, warst du noch 50? 250. Ja, ich hab gerade eben wieder aufgesammelt, glaube ich. Ah, wen haben wir denn da? So, wieder die Großen. Ja, ja. Komm her, du musst denn das an der Tür bewegen, um das anzufassen. Aber der schießt nicht. Aber der haut. Das war ziemlich böse. So ein Assi. Boah. Ich hab eigentlich gedacht, die kleineren kommen da. So, jetzt lass mal kurz. Scheiße, ich bin eins verwendet. Nee. Ich hab noch 15 Stück. Mhm. Uiuiui. Also in Oneiros hast du ja genug eingesammelt. An sich. Vielleicht haben die bloß Oneiros gegolten. Sehr schön, sehr schön. Okay, die brauchen 9 Stück, 3x3. Huh. Nice. Und für alle nochmal zur Erinnerung, auch die, die vielleicht mittendrin erst eingeschaltet haben in diesen LPs von Undying, wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ja. Und deswegen auch dieses viele Gesäve und dass wir so schnell und oft sterben. Ja, die Frau meint gerade, wir wollen angeben. Bla 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 bla. Die Frau hat halt keine Ahnung. Oh, natürlich. Küche. Hm. Ist immer schön, Stellen zurückzukommen, bei denen man schon am Anfang war. Ja. Was denn los? Oh. Ah, der schon wieder. Hallo, ich hab deinen Zimmerschlüssel. The clock won't stop for you. Fate has little use for those blind to the grand design. Nein! Da ist die Tür. Stock. Stock. Muss echt das Aufpassen wegen den Medpacks. Stock. Weißt du noch, wo wir Aarons Zimmerschlüssel verwenden? Ja. Ich muss jetzt nämlich da wieder zurück. Und wieder einer weg. Ich soll vielleicht Schild ein bisschen öfters verwenden.
Ah. Weg. So. Bethany's Room Key. Der klopft an. Ich hab Angst. Wir sind hier nicht in einer Nische. Da waren Kinder. Ich hab Angst vor Kindern. Hä? Konfetti! Ich sterbe da. Das heißt, man sollte hier nicht raus. Vielleicht nicht zwangsweise, nein. Muss ich erst weiterlaufen? Okay. Voll der Acid-Trip. Ich glaube, ich mache jetzt Folgendes. Du lädst? Ja. Du könntest mal einen normalen Save machen, oder ne? Könnte ich auch mal wieder machen, ja. Zieht es irgendwas raus? Also normalen Save mal wieder, da hast du sehr recht. Das ist unser Quicksave hier mal wieder wegkackt. Ah. Sehr schön. Bethany war da drüben, das weiß ich noch. Dann kommt wahrscheinlich jetzt gleich wieder der Aaron. Mit seiner Missgestalt, in der wir ihn killen müssen. Naja, die Bethany hat sich ja bis jetzt noch nicht gezeigt. Aber das sind ja die lieben Kleinen. Stock. Nee, warte mal. Ist das Aaron gewesen? Ja. Ich war doch irgendwo Bethany. Nee. Ich bin mir sicher, hier war irgendwo Bethany. Bleibt nichts anderes übrig, als Healthpack zu verwenden, zu verschwenden. Aber wir kommen jetzt gleich zu Aaron sogar schon, dürfte hier jetzt gleich sein. Bist du in Bethany's Room? Ja, und da war gerade ein Look. Ich glaube, das hat hiermit was zu tun. Ah? Oh mein Gott, Tuesday, bla bla bla. Schaltet bitte auf Pause, wenn ihr das lesen wollt. Crowley! Berühmter Okkultist. I discovered that Otto lives in England. Perhaps I will have to pay him a visit. Dazu haben die anscheinend, ohne den Text gelesen zu haben, gemeinsame Machenschaften gehabt. Evil? Hä? Was ist denn das? Auf jeden Fall nichts Nettes, was? Wahrscheinlich auch nicht sterblich. Seh nichts. Geiles Bild. Ja. Hier müssen wir jetzt Aaron killen. Das ist jetzt das ein Grab, kann man sagen. Unter Bethanys Zimmer. Ja. Die hat ihren Bruder gekillt. Razzis. Diesmal greife ich sie nicht an. Das ist Aaron. Und dann müssen wir jetzt seinen komischen Jawbone wieder einsetzen. Ich weiß noch nicht genau, wie man hier. Du kannst erstmal normalen Safe machen. Gefühl mit. Schon wieder? Ich habe das Gefühl, die müssen wir da verfangen in den Dingern und mit Blitzen drauf schießen. Ich bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher. So viel Safe, Entschuldigung. Popoloch! Der muss schießen quasi. Der schaut sehr ungesund aus. Die Blitz, die musste wahrscheinlich. Elektrisieren dann, ne? Ich denk's, ich weiß es aber nicht mehr genau. Er muss wahrscheinlich draufschlagen auf so eine doofe Kette. Oder wir müssen doch einfach draufschießen? Da fällt er dann jedes Mal hin. Ja, das war, ja. Ich würde bei den Blitzern ihn hinschmeißen lassen, oder? Ja, wenn er hinfällt, da hat er nämlich diese weiße Aura nicht. Stimmt, da müssen wir auf ihn drauf schießen.
Ich glaube, das würde auch mit den Totenköpfen relativ schnell gehen. Oder nicht? Ich denk's auch, ja, aber da müsste ich weiter weg von ihm sein. Jedes Mal. Also wirklich, Speer ist er ja nicht, ne? Ich hab eine Speer in Erinnerung. Sag mal so. Genau wie das Biest und Otto Kaisinger. Naja, gerade Otto Kaisinger. Die Sense? Ja, macht glaube ich gerade mehr Sinn, bevor ich die ganze Munition verschwende. Weil ich habe nämlich kaum noch Shotgun-Munition. Eieiei, das war nicht nett. Ich glaube, ich lade ihn einfach jetzt noch einmal. Mach das gleich mit der Sense. Jetzt wissen wir ja, wie er geht. Und die Schädel. Zaubern immer, genau. Und die hier. Und noch das Quicksave, dass wir das nicht mehr machen müssen. Richtig. Oh ja. Ah, das war voll daneben. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, hat das Surrounding Damage? Eigentlich schon, ja, aber ich schieß trotzdem über auf ihn. Au. Oh. Sollte mich auch möglichst wenig erwischen wegen Health Packs und so. Na, springen. Au, ja. Aber nicht so. Ja, das haben wir erwischt. Zerfall ich bestimmt. Er hat keinen Jawbone mehr. Na naja, gut, den habe ich eingesetzt. Und kein Pipi. Der hat kein Pipi? Der hat kein Pipi hat er mehr. Kein Ah, müssen wir ihn gleich auslachen, Domi. Use Aaron's Stick. With? Mit ihm. Dann sagt er, freut er sich und lässt sich am Leben. soll ich während du Aaron für das neue Shisha machen? Kannst du nicht machen, ja. Gleich wieder da, Leute. Idiot. Ja. Ah. Das war das mit dem Verfangen. Nee, aber der wird sich verfangen. Aber das ist das, wenn er schießt, das weiß ich noch. Ja, endlich! Oh. Ja, wir machen freilich weiter. Gut. Ach du, hast gar nicht geredet, ja. Nee, ich hab nicht geredet. Nee, hi, ja. Shisha ist wieder an. Wenn der Daniel es anraucht. Ja. Sorry. Endlich! Aber das war jetzt gerade ein bisschen. Schock! Sleep well. Das wird jetzt scheiße. Was sind denn das? Da kann ich wieder fliegen. Wir sind kurz vom Ende. Ich habe jetzt alle Geschwister gekillt. Brauche ich nicht, die ist schon tot. Es fehlt bloß noch der König. Echt? So weit? Jetzt komme ich in die Traumwelt. Oder, ja, ich werde im Ritual da irgendwie reingebiegt. Cool. Na man, da ging bald durch. Das nächste Mal, sage ich. In der Welt kann ich wieder fliegen. Scheiß Endgegner, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ich weiß noch, wie es ausgeschaut hat. Ah doch, wir müssen noch die Bethany killen dafür. Das wird noch witzig. Okay. Wir können fliegen! Wie ich es gesagt habe. Ich weiß noch, wie es beim Endgegner aussieht, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Was, wo? Die ist gerade vor dir aufgetaucht. Okay, nicht drauf geachtet. Ups. I greet you, Patrick, my brother's crusading hero. Eternal Autumn. Okay, das ist hier, wo sie sich häuslich eingerichtet hat. Yep, nur noch sie. Und danach geht's zum King. Und da gibt's eine Überraschung. Ein Ü-Ei. Der gibt mir ein Ü-Ei und dann ist das Spiel durch. Alles nur wegen einem Überraschungsei. Dankeschön. Ist das die Bethany oben? Nein, nein, das ist bloß eine Blume. Oh ja, stimmt, das ist auch. Sterben nach drei Dingen. Ja, zum Glück. Aha. Oh, Gotti! Scheiß Viecher. Oh, my health geht so nahe, gell? Ich muss ein bisschen besser aufpassen. Ich sollte mich vielleicht nicht selbst verletzen ständig. Wäre zumindest mal am Anfang. Healing Roots, ja, Halleluja. Ich glaube, das, Kannst du gleich mal zurück zu den Schäden. Hey! Tot? Gut.